Schlückchen Scotch. Ich nehme ein bisschen Scotch. Und wieder volles Leben. Ja gut, die Musik wird nicht gerade besser. Habe ich eben mal 2 Cent verblasen. Das geht ja auch. So. Gucken wir mal, wo wir dann... was für eine Mission hier rauskommt. Mal sehen, was da rauskommt. Also... okay, Dirty Daniel, Jimmy, Sal Gavino, hab gehört, dass einer von Tulas Anführern das Maul aufreißt, doch, genau. Er meint, dass meine Crew nichts drauf hat, er mich platt macht, oh, es weh. Der Idiot heißt Dirty Daniel, weiß der Geier warum. Wie auch immer, ich will, dass du ihn erledigst. Ich lass mich nicht von jedem verarschen, der den Namen mit dessen Name wie eine Geschlechtskrankheit klingt. Sehr interessant. Das heißt, ich muss den Typ wahrscheinlich einfach nur mit seinen Kumpanen über den Haufen schießen. MG habe ich ja dabei. Und Dirty Daniel. Ich kenne Dirty Harry und das war irgend so ein Western-Held-Kram. Hm. Okay, das ist natürlich jetzt... gerät. Und wieso suchen die jetzt nicht? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, warum die nicht suchen. Reload. Komm, die können sich auch mal um was anderes kümmern als um mich. Nicht schlecht. So. Okay. Sehr schön, da haben die Bombers wohl mitgeholfen. Und ich muss wohl hier hoch. Hm, auch wenn ich jetzt ein bisschen Leben nachgelassen habe. Okay. Ups, das heißt wohl, ich, naja, muss das Ganze nochmal probieren. Diesmal gehe ich das natürlich dann anders an. Start. Irgendwo sollte ich hier noch meinen Wagen stehen haben, genau. Mit dem Wagen kann ich schon mal hier auf dem Pier lang fahren. Was mir die Sache wesentlich vereinfacht. Komm, steig aus. Was haben wir hier? Arme nachladen. Oh, hier haben wir einen Zaun. Okay. Oh. Okay, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ich werde nicht erwischt. Dafür aber die. Da ist einer. Der Mann ist tot. Sehr schön. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo dieser Dirty Harry wirklich ist. Kann ich da durchschießen? Oh, ich kann das Ding kaputt schießen. Das geht. Und wo das Dirty Harry ist? Verdammt. Wieso hat er sich da versteckt? Ich brauche eh noch Munition. Gut. Dann, wo versteckt sich hier bitte Dirty Harry? Könnt ihr mal... nachladen. Ha. Weg von der Wand. Oh ja. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man ein bisschen Munition zusammenkriegt. Hier sind ja auch noch 2, die ich erschossen habe. Ist das, nö, der ist nicht böse. Der gehört nicht zu den Bombers. Der hat nicht diese komische Jacke von denen an. Hier auf der Seite könnten natürlich jetzt auch noch welche sein. Weiß man natürlich nie.
Deswegen sollte man immer vorsichtig sein. Hier scheint nichts zu sein. Hier im Durchgang. Ja, Hammer irgendwo. Erreichen die sichere Zone. Sehr schön, da kann ich nochmal gerade gucken. Ich glaube nämlich, dass ich hierfür, genau, Munition habe. Und da lagen noch ein paar Thompsons rum. Ah, der macht das Tor für mich auf. Sehr schön. Die Thompsons werde ich mir dann gleich holen, wenn die dann da noch liegen. Sehr schön. B in Bronze. 22.000. Ist ja gar nicht so schlecht. Zeitbonus haben wir genug. Und Multiplikatorbonus. Kritische Treffer 500, 700 für erledigt. Habe ich also 9 erschossen. Geht ja eigentlich noch. Hey, was soll das? Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ist ja auch egal. Und drüber. Das bremst ganz schön, nicht, dass er da so einen Hechtsprung drüber macht. Nein, eine ganz gemütliche Rolle. Naja, da haben wir noch eine Thompson, da noch eine. Gut, ich bräuchte jetzt mal ein Auto. Wäre der Herr da drüben in dem Hot Rod bereit, mir den Wagen zu geben? Fragen wir ihn einfach mal. Oder die zwei Herren sogar. Dürfte ich mir Ihr Auto leihen? Danke, tun Sie mir nichts! Ich glaube, das war eine Zustimmung. Das war Zustimmung. Oh, was hat der mit seiner Karre angestellt? Der sieht ja genauso übel aus wie ich nach einer kürzeren Spritztour. Map war das nicht, Menü. Was haben wir denn? Wir haben eine Mission noch hier drüben. Prohibition. Ist das nicht so was wie eine Aufnahme? Prohibition? Prohibition. Versetzung in die nächste Klasse, kann das sein? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wen interessiert das schon? Wow, nein, das hatte ich gerade eben glücklicherweise vermeiden können. Diesmal aber leider nicht. Ich glaube, ich muss noch einen Kaffee trinken. Wenn ich dann auf dem Weg dahin einen Diner oder was ähnliches finde. Übrigens, heute ist der erste Tag, wo es hier schneit. Schon nach ein bisschen länger, hat auch schon mal gekraupelt und war auch schon mal so ein Hagelschnee. Also wo es dann so harte Schneekörner runterkamen. Und ja, es floppt jetzt hin und wieder ein bisschen. Ist ganz nett hier. Passt ja auch, geht ja langsam auf Weihnachten zu. Ich meine, haben wir jetzt auch 200 Punkte, sehr schön. Kriegt man ja nebenbei noch die Punkte. Das ist ganz cool. Ja, haben wir eine Werkstatt, aber die will ich ja nicht unbedingt. Okay, wo muss ich denn jetzt hier eigentlich lang? Das ist eine gute Frage. Hier müsste aber bald ein Diner kommen. Oder sowas in Richtung. Ja, ein Stealth Diner oder was. Nein, nicht Stealth. Stealth mit Theaten, sondern Stellas. Oh, die haben ein edles Menü. Cola, Würstchen-Snack. Klassische Schinkenkäse. Heiße Tafel Kaffee. Ein Gyros. Ein saftiger Kebab. Noch ein Nachschlag? Ist eigentlich nicht ganz so. Was haben wir jetzt gemacht? Nochmal E gedrückt. Kalte Flasche Bier, dann ne? War es aber auch schon. Ach, komm schon. Mit Backspace, genau. Ich muss hinter dem Mikrofon immer den Kram zusammensuchen. Aber was soll's. Gut, dann... Ja, hübscher Wagen, der da rechts fährt. Der rote Wagen, meinte ich mit dem...